Hallo und herzlich willkommen beim Boss Simulator 2015. Mit dabei ist heute der Deadlife und der Azubi Peter. Hallo. Und wir sind da immer noch nicht fertig mit der Baustelle. Wir müssen da jetzt nach oben gießen. Das übernimmt wieder unser Azubi Peter. Und ich werde ihn jetzt da nicht, wenn der mal sein Muschi aufmachen, das kann ich mir wirklich befühlen. Aber die Klappe ist immer zu. Eigentlich brauchst du den eigentlich gar nicht zuklappen, bitte. Den kannst du nicht laufen lassen. Aber dann kannst du wahrscheinlich nicht fahren. Genau. Ja, die haben mich schon gefreut, wir sind fertig, wenn wir da die Bäume setzen und so. Vor allem frage ich mich, wo die hingesetzt worden sind, weil ich sehe es nicht ganz. Keine Ahnung. Ja, vielleicht bei Nachbars, das sind die Nachbarsbäume. Aber oder sind unterm Dreckhaufen. Ja, oder das, ja. Der Nachbar hat auch zwei Bäume stehen, ja. Ja, sag ich ja, nicht? Und der linke Nachbar und der rechte Nachbar, vielleicht da sind das und den der Rosen. Der linke Nachbar, der brät gerade Bratwurst. Ja, ja, ich rieche schon, ja, ja. Und den Rollerrasen hast du auch den rechten Nachbar da gegeben, gell? Sieht so aus, ja. Das haben wir, glaube ich, falsch geliefert. Bist du schon beim Gießen? Kann ich dich schon befühlen? Ja, er spritzt ab. Okay, na dann befühle ich dich. So, jetzt tut er da gießen und dann ist das Haus fertig, pass auf. Es ist ein Zauberkünstler, der Peter. Das ist keine Dachziegel und hat ein Flachdach. Ja, ich schätze, es ist die letzte Aufgabe, was wir da haben. Nein, nicht daneben, Peter. Hat er denn nicht daneben? Was? Bei mir gießt du voll daneben. Bei mir auch. Ach, Jungs. Alles unten in das Loch rennen. Da war ein bisschen Klumpen drinnen. Ach so. Man muss halt das Ding. Schweiß lieber weg. Da muss man halt das Ding mal zwischendurch mal sauber machen. Wenn du fährst das Ding, du machst es auch sauber. Ja klar. Da wird ein Ball von unten vom Plastikrohr reingeschossen und landet unten. Den Plastikball. Und ein Schaumstoffball. Der macht die Pumpe sauber von innen. Ja, aber nicht nur ein Ball. Ein mehrere, Ball, glaube ich. Ne, eine. Das heißt, der Peter ist ein Ballenschießer. Eigentlich solltest du da gießen. Oh, jetzt habe ich sogar den Dings, den Sand gehabt vom Gießen. Interessant. Stücke noch bitte, dann haben wir's. Dann haben wir fertig. Ja, das rechte Eck, das wirst du noch machen müssen. Weiß ich. Das ist nicht so einfach. Ich glaub's dir. Da würde was umsetzen müssen, oder? Ne, echt jetzt? Ja. Oh. Warte mal, oder? Da muss ich ja wegfahren. Komm da nicht näher dran. Kannst du den nicht einknicken, den Arm? Bin dabei. Ne.
Auf Nebenhaus klicken ein und dann fahren nur das andere aus. Ich kann, höher kann ich nicht machen. Ja, okay, dann fahr ich mal weg, sonst habe ich wieder einen Arsch drückt. Na, Gott sei Dank bin ich weggefahren. Naja. Ja. Was lernen wir daraus? Das nächste Mal fahren wir nicht so knapp hin, ne? Das muss man auch mal wissen. Kommt aber an, wie hoch das Haus ist. Aha, so bleibt der Steh, okay. Blockiere jetzt zwar die ganze Straße, aber das ist mir wurscht. Die Straße ist so gesperrt. Wo? Muss eigentlich nur der Fußgängerweg gesperrt, aber die Straße nicht. Ach! Also umtappen, genau. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es klar. Also wir können sagen, für ein Haus, was wir da machen, brauchen wir mindestens 2 Stunden Echtzeit. Die geht schon wieder durch das Auto durch. Das ist unglaublich. Ja, aufklappen. Und rauf. Nicht so viel, viel genau. Arme spritzen. Hast du das jetzt gemacht? Okay, ziemlich hoch das Ding. Und fertig. Anni, fährst du weg? Ja. Klar, bevor ich wieder einen Arschtritt krieg, fahr lieber freiwillig weg. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Was will der von uns? Raus aus der Baustelle. Ach so, okay. Abgeschlossen, juhu! Ja, fertig! Na Gott sei Dank! Ohne Briefkasten, ohne Zaun haben sie. Aber das ist doch schön geworden. Na, schaut doch gut aus. Ach guck mal, die Bremsspuren sind auch noch da! Ja. Und die Erdhaufen sind auch weg. Schön ist es geworden. Ja, schau mal, ja. Oh, hey, ich kann da gar nicht hier, oder was? Das ist eine Sandkiste für ein Peterli. Ach, zeig mal. Na da, guck. Ach, wie schön. Ja, kannst du sein. Ach, guck mal, ich geh weiter. Kannst du spielen. Ach, guck mal hier, Müllbeute, Brandhaus, an der Bank, können wir hin. Ach, guck mal, der Grill. Ja, ich kann da gar nicht hingehen, wo du bist. Ha! Warum nicht? Detlef kann auch zu mir. Ah, jetzt geht's. Der Detlef hat mir auch schon mal, jetzt geht's. Oh, hier sind die Breitwasser. Ja, da können wir grün. Cool. Und feiern Bier. Wieso kann ich da nicht weitergehen? Geht nicht. Doch. Nein, ich nicht. Nee, ich komme da gar nicht mehr raus. Stimmt. So, jetzt aber. Ach. Ja, also. Na gut, dann werden wir noch aufräumen. Das heißt, alles zurück an unseren Hof. Komm nicht mehr durch, ja. Hahaha. Alles zurück zu unserem Hof. Firma, Fuhrpark. Wir hatten einen kleinen Britschenmagnet, den haben wir auch da, der kommt zurück, ja. Dann haben wir gehabt damit den da ran, zurück, ja. Dann haben wir gehabt den da zurück, ja. Was haben wir denn noch gehabt? Multenkipper nicht, den Betondings haben wir gehabt, zurück, ja. Den haben wir auch gehabt, zurück, ja.
Haben wir sonst noch was gehabt? Nee. Müsste alles zu Hause sein. Schaut gut aus. Juhu, ab nach Hause. Bahnhofdorf. Was ist da beim Bahnhof? 25 Euro. Ah, okay. Ah, schön ist der Bahnhof. Fährt der Eisenbauer? Hallo Eisenbahn. Links kommt nichts, rechts kommt auch nichts. Na toll. So, dann würde ich gerne Firmenstadt. Ja. So, da sind wir wieder. Kann ich da drüber springen? Na, da wäre rund um den Rennen müssen, ne? Wie ein Gestörter. Ah, da unten sind sie. Sieg schon. Die können sie nicht verstecken. So, der Hof ist wieder aufgeräumt. Alles steht da, wo ich stehen soll. Das ist ja gut. So, dann hätte ich gesagt, wir schauen einmal noch den nächsten Auftrag noch geschwind. Aufträge. Wir haben 11 Ausschreibungen, eine neue Wohnapartments. Wie schaut denn das aus? Fahr einen kleinen Pritschenwagen zu einem Baustoffhändler. Okay, das schaffen wir. Aber ich so einen kleinen. Besorge einen Ding, gießen, besorgen, gießen, besorgen, besorgen, transportieren. Okay, also das ist eine Aufgabe, ohne dass wir ein Ding brauchen. Ohne einen Bagger. Ohne Bagger. Was haben wir noch Schönes? Modernes Einfamilienhaus mit Balkon, nee, das haben wir schon gemacht. Wohnapartments, oh, da müssen wir aber auch baggern. Nee, nichts. Baggern tun wir nicht mehr. Nee. Nein, kein Baggern mehr. Aber die Wohnapartments könnte man machen. Das werden wir das nächste Mal tun. So, meine Lieben, das war's von Bausimulator 2015. Wir haben gebraucht ewig und drei Jahre für ein Haus. Die Familie ist jetzt eingezogen, sind mittlerweile in die Pension und die Kinder sind schon groß. Aber wir haben es geschafft. Ja, ist so. Und somit sagen wir, ja, was sagen wir denn eigentlich? So, eigentlich das wie immer, nicht? Wir sagen mal ciao, ciao. Ciao. Ja.